Hey ho, Leute! Willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, wir sind immer noch mitten unter der Schattenkarte Hauptstadt in diesem ultra krassen Dungeon-Verlies. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, dieser Basis, wo wir sehr viel krassen Stuff letztens entdeckt haben. Sehr viel krassen Stuff. Und ich glaube, es kommt noch mehr krasses Stuff. Yep. Der Datenpunkt ist sehr nett. Es gibt auch YouTuber, die sich das alles durchlesen. So kommen die, glaube ich, auch auf 400 Folgen Let's Plays. Ah, anhören. Das machst du gar nicht. Siehst du mal. Natürlich mache ich es. Die Möglichkeit zu bekommen, wieder aufzubauen, was ich... Der Schaden, den ich... Ja, ich fühle mich der Aufgabe nicht würdig. Aber ich mache es, auf jeden Fall. Ich möchte noch einmal betonen, dass es hier nie um ihr Verschulden ging. Für mich schon. Dr. Sobek, Margot, es war damals eine kluge Entscheidung von Ihnen, Pharaoh zu verlassen. Aber keiner von uns hat das als Warnsignal gesehen. Wir haben uns gesagt, dass Sie einfach nicht für die BTRI-Intrigen geschaffen sind. Das steht für Better Than Rapid Innovation. Besser im Wettbewerb. Besser als die anderen. Eine bessere Tötungsmaschine. Ist es nicht erstaunlich, dass es eineinhalb Jahrhunderte Science Fiction nicht geschafft haben, unsere Spezies vom direkten Weg ins Verderben abzubringen? Ich habe genug von diesem Leben. Ich meine, ich werde hart arbeiten, doppelt hart, um das hier zu verdienen, für meine Familie, damit sie einen Platz im Elysium bekommt. Ich hätte nie gedacht, dass ich etwas wieder gut machen kann. Das hat wahrscheinlich niemand gedacht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn Ihnen noch übel ist. Nein, die Medikamente wirken. Ich spüre meine Zunge nicht mehr. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich daran glaube. Ich könnte sagen, dass ich daran glaube. Aber der Schaden ist zu groß, zu weitreichend, zu vollkommen. Bei allem Respekt vor Dr. Sobeks Arbeit bei Miriam. Nein, nein, das Leben findet nicht immer einen Weg, um weiterzumachen. Manchmal kommt es nicht zurück. Wie in Syzygy East, wie im Kongo, wie auf Timor. Wie wir? Das ist unsere Belohnung? Eine unterirdische Stadt voller Sterbepatienten, die auf das Ende warten? Sie würden gemeinsam alt werden. Mit ihren Angehörigen. In Sicherheit. Ich habe keine Angehörigen. Aber vermutlich könnte ich eine Familie gründen. Leider nicht. Alle Einwohner des Elysiums werden sterilisiert. Ein Lebensraum, der etwa 2000 Personen bis zu 100 Jahre lang erhalten soll, stellt uns vor große Herausforderungen, Dr. Alpert. Wenn sich die Bevölkerungszahl erhöht statt reduziert, werden alle dort drinnen innerhalb von 30 Jahren tot sein. Ich wusste es. Ich konnte mich nur nicht dazu durchringen, es zu sagen. Wie bitte? Beenden Sie es. Leisten Sie Sterbehilfe. Ich möchte kein Teil hiervon sein. Ich will nur, dass es vorbei ist. Ich verstehe. Die Protokolle erfordern eine Wartezeit von 48 Stunden nach denen. Nach denen? Um sicherzustellen, dass ich mich dieses Mal benehme... Sicherheitspersonal, zu Ihrem Schutz. Möchten Sie darüber sprechen, wie Sie sich fühlen? Medizinische Anerkennung nicht zugänglich. Ich sag's Ihnen. Überrascht? Nein, geplättet. So würde mein alter Herr es ausdrücken. Vollkommen geplättet. Diese Ader, die immer an seiner Stirn pulsierte. Ich dachte, sie wären einfach nur viel zu schlecht auf ein Raumfahrtprojekt vorbereitet. Aber jetzt sehe ich, dass es schlimmer ist. Viel schlimmer. Sobek ist eine Träumerin. Eine gefährliche Fantastin. Dieser übertriebene Optimismus, das ist grundgütiger. Es tut mir leid, dass dieses Treffen eine Zeitverschwendung war. Ich möchte jetzt gehen. Das ist leider nicht möglich. Alles, von dem Sie hier reden, ist nicht möglich. Ich empfehle Ihnen, die Dokumente durchzulesen, die Ihre Optionen erläutern. Ich habe genug gesehen. Ich will hier weg. Was soll das? Lassen Sie... Nehmen Sie Ihre Hände weg! Oh shit, oh shit, oh shit. Hier ist ziemlich viel aus dem Ruder gelassen. In meinem Kopf kräuselt sich's gerade so. Es sind Flashbacks des Todes gerade. Oh, dann hier den nächsten Datenpunkt. Du musst doch nur irgendwo was rumliegen. Was ist das denn? Gestrandete Fesseln?
Was? Was? Das ist jetzt bei wahrscheinlich bei Spezialobjekten drin, ne? Dieser mysteriöse Gegenstand ist nur für die ausgefallensten Händler wertvoll. Fesseln hergestellt aus einem unbekannten glatten Material. Ernsthaft? Easter Egg Time! Ja! Leute, wer das Easter Egg gerade erkannt hat, ab in die Kommis damit. Ich werde es in der nächsten Folge vielleicht auflösen, wenn ich daran denke. Aber es ist auf jeden Fall ein krasses Easter Egg. Geil, wir haben Easter Egg entdeckt. Schön. Ah. Ab in die Kommis, wenn ihr wisst, worum es sich da gehandelt hat gerade. Es ist ein Easter Egg aus einer anderen Welt quasi. Und nicht diese Welt und so, ne? Ah, schön. Schön, dass man das hier auch entdecken kann. Ich kann hier doch durch, oder? Ja, kann ich. Hat mir das gerade was gebracht oder nicht? Scheint nicht. Okay. So. Das ist so krass hier. Das ist einfach nur. Ah! Wie geht's denn hier weiter, bitte? Eindringling! Schnapp sie! So. Egal, hier was bin du ich. Tust, stirb. Ach, ehrlich nicht? Alter, was ist das denn? Ich bin weg! Egal, was du tust, stirb nicht. Ich brauche nur eine von diesen Waffen. Aua. Alter, das sind drei Bossgegner, verdammte Scheiße. Drei fucking Bossgegner. Ich muss mich auf einen fixieren, sonst wird das nichts. So, gib mir das Teil hier. Du stirbst zuerst. Aua. Das war's mit dir. Oh. Das ist Zeug. Ich brauche Heilung. Mach mal bitte voll hier. Brauche ich da auch mal wieder ein paar Heilpflanzen. Schön, dass hier ein bisschen was rumsteht. Ne, die Waffe behalte ich. Ja, spiel ab den Scheiß. Zero Dawn. Es ist Kunst im gewissen Sinne. Eine Ausdrucksform im größtmöglichen Rahmen. Aber es ist auch so unfair. Warum wurde ich ausgewählt? Hat ein Komitee das entschieden? Ein Algorithmus? Eine Familie wird gerettet, weil ich einen Abschluss in Kunstgeschichte habe? Ist das gerecht? Dr. Subay. Christina Subay? Ja. Ich habe einen Mann getroffen, einen anderen Kunsthistoriker. Seine Gebiete sind Bauhaus und der neue Materialismus, aber er war auch mal bei einem meiner Vorträge. Noch so eine unfaire Sache, dass von allen Leuten in diesem Auditorium ausgerechnet wir beide jetzt hier sind. Und trotzdem fange ich an, mein Schicksal zu akzeptieren. Nein, es ist nicht fair, ganz und gar nicht. Aber für meine Familie, für die Kunst. Kunst ist lebendig. Sie muss aus der Vergangenheit sprechen und in der Zukunft widerhallen. Sie darf nicht in Vergessenheit geraten. Diese Gelegenheit, ich muss sie ergreifen. Ergreif die Gelegenheit, mein liebes Fräulein. Ich will die Gespräche wirklich alle drin haben. Ich habe zwar nicht wirklich was mit der Story zu tun, aber sie geben so ein bisschen Tiefe, so ein bisschen eine tiefe Hintergrundstory einfach. Das ist schön. Nee, ich will das. Hallo. Tja, diese lahmen FBI-Hacker bei Mockingbird damals. Es hat. Nee, ach komm! Tja, diese lahmen FBI-Hacker bei Mockingbird damals. Mockingbird? Es hat echt Spaß gemacht, es ihnen richtig zu zeigen. Aber vielleicht war ich ein bisschen hart zu dieser armen Beraterin. Sie war ganz süß. Und schließlich wollte sie ja nur ihre Liste abhaken. Man kann nicht erwarten, dass sie durchschaut, wie lächerlich Zero D eigentlich ist. Gottes Schöpfung wird einem Kind in die Hände gelegt, das mit einem Hologrammerzeuger herumspielt. Ehrlich, Schätzchen, ich sag's nur, wie es ist. Guck mal, Mama, ich baue Natur.
Wenn die Natur so wichtig ist, warum lassen wir sie dann nicht ihren Lauf nehmen? Aussterben, das ist eine natürliche Sache. Zero Dawn? Nein, Ma'am, das nicht. Verdammt, es ist so unnatürlich, dass man es bei mir zu Hause eine Abscheulichkeit nennen würde. Und Sie wissen das, sonst würden Sie es nicht geheim halten. Und inzwischen kaut die Sahneschnitte von Beraterin auf ihrer Lippe herum. Schlechte Angewohnheit. Außerdem hat sie sich einen Fingernagel abgekaut. Nur einen. Nicht dein Tag, was, Süße? Sie hat schon ihre Quote den Bach runtergehen sehen. Sie sagte, ich nehme an, Sie werden das Angebot ablehnen wollen, Mr. Tate. Will die mich verarschen? 18 Monate harte Arbeit und dafür 30 Jahre im Elysium rumhängen und Pornos gucken? Ich bin dabei. Alles klar. Dann mal los. Was ist das noch hier? So eins. Ich muss die richtige Konfiguration finden. Da fehlt ein Teil. Ob es hier vielleicht eine Art Lager gibt? Vielleicht. Stimmt, hier drüben. Komm ich nicht drüber, okay. Stimmt hier drüben, da bin ich mir ziemlich sicher. Oh, da komme ich wahrscheinlich nicht rein, ne? Nope. Ich glaube, die Tür wollen wir sogar aufkriegen. kannst du bitte drüber? Ja, Elo, danke. Hier. Alter, wie viele Sprachnachrichten hey, sind? Fritz' Inkompetenz reicht mir jetzt, okay? Er hat einen HR-Mitterknoten falsch rum installiert. Alles läuft umgekehrt. Ich bin nicht Brads Kindermädchen. Schickt ihn ins Lager, um einen neuen Ermittler zu holen, nicht mich. Parker Ende. Parker Ende. Alter. Ja, das ist mir schon klar, aber ich kann das hier jetzt hier noch nicht verwenden. Ich brauche für das hier. Interesting Zeugs. Hier, das muss ich gucken. Links hoch. Nee, doch, links hoch, links runter. Links hoch. Okay. Links hoch. Links runter. Und das letzte? Rechts. Okay. Geschafft. Ich sollte die Tür da überprüfen. Welche Tür? Welche Tür? Komm ich denn da hoch? Muss ich zurückgehen oder wie? Das hin, dass ich hier gerade wieder hochgehe? Aber dann hätte sie irgendwo. Komme ich da jetzt unten weiter oder komme ich jetzt hier oben weiter? Ich habe keine Ahnung. Ich teste das einfach mal hier oben. Und hier scheint es gerade hinzugehen. Kann das sein? Oder gehe ich hier komplett den falschen Weg? Ey, da roll ich mal hier durch, danke. Ich glaube, wir gehen komplett den falschen Weg. Habe ich gerade so das Gefühl. Oder? Ja, das kann nichts werden. Das kann nichts werden. Wir können nicht so weit zurücklaufen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich bin sorry, wenn ich gerade so wenig rede, aber in meinem Kopf rumpelt gerade so extrem. Die ganzen Informationen, die gerade auf mich eingeprasselt sind, das ist einfach nur so krass. Aber wo ist jetzt diese fucking Tür? Ich bin jetzt gerade nicht in der Stimmung, hier quasi Rätsel zu lösen. Ich will mich jetzt hier eigentlich... Okay, lassen wir das so stehen. So. Die Tür ist und bleibt zu. Ach, die ist jetzt offen. Ach so. Sag mir das doch. So. Ach, hier geht's hoch. Okay, hier rein in den Lüftungsschacht. Habe ich hier was? Was ist das hier? Ein Ermitter. Okay. Alter. Heben wir auf natürlich. Na also, sieht intakt aus. Schön. Schön, 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 schön. Und rein damit. Ayla, du kannst hier runter. Ist okay. So. Rein mit dem Ermittler und dann ist los. Das sollte gehen. Easy. Dann mal auf mit der Tür. Hoch, links, runter, rechts, hoch. Links. Runter, rechts, hoch, okay.
So. Was? Hoch, links, runter, rechts hoch. Hä? Hoch, links, runter, rechts, hoch. Was? Hä, sie verarschen? Das passt doch. Der ist hoch. Zweite ist rechts. Dann einer runter. Dann einer rechts. Und dann einer hoch. Das müsste doch passen, hä? Willst du mich verarschen? Wie passt denn das nicht? Hä? Was ist das hier denn? Kompetenz reicht mir jetzt, okay? Er hat einen HR-Mitterknoten falsch rum installiert. Alles läuft umgekehrt. Ach so! Als Kindermädchen. Ach so! Ich bin ins Lager, um einen neuen Ermitter zu holen, nicht mich. Parker, Ende. Alles läuft verkehrt herum. Okay. Sag mir das doch gleich, verdammt. So. Und dann nach oben. Ich hoffe, ich deute das gerade richtig mit verkehrt herum. Es könnte auch heißen, dass es einfach in der verkehrten Reihenfolge sein soll. Das könnte natürlich auch sein. Das könnte natürlich auch sein. Oder es läuft so. Wir werden es gleich sehen. Und wir sehen gar nichts. Warum? Okay, dann machen wir das. Dann machen wir das halt verkehrt rum. Das ganze Zeug. Machen wir das hier hoch. Dann kommt hier eins mit rechts. Dann kommt hier eins runter. Das Rätsel hier, das struggelt mich gerade. Das ist unglaublich. Dann links und dann hoch. Läuft's jetzt? Ach komm, was ist denn los? Sie verarschen. Du hast mir gesagt, das läuft verkehrt rum. Du willst mich doch echt verkackeiern hier. Jetzt gib mir doch nicht so ein Drecksrätsel hier auf dem Weg. Ich hab da keinen Bock drauf. Du hast mir gerade gesagt, alles läuft verkehrt herum. Hey, Freds Inkompetenz reicht mir jetzt, okay? Er hat einen HR-Mitterknoten falsch rum installiert. Alles läuft umgekehrt. Ich bin nicht Freds Kindermädchen. Schickt ihn ins Lager, um einen neuen Ermitter zu holen, nicht mich. Parker, Ende. Sie hat gerade gesagt, es läuft einer verkehrt herum. Ach. Soll ich jetzt alle testen, welcher verkehrt herumläuft oder wie? Ich hasse solche Rätsel, ich hasse sie so derbst, das ist unglaublich. So. Der da oben bleibt oben, ne? Ja, okay. Einer davon soll angeblich verkehrt herumlaufen. Oder deutet das jetzt wieder falsch? Der ging nicht verkehrt rum. Dann testen wir das halt durch, wir haben ja Zeit. Ja, wir haben ja sonst nichts zu tun. Story ist ja unwichtig. Da machen wir doch lieber solche lustigen Rätsel, Mann. Aha. Ja, das fuckt ab. Das ist Fakt. Dieses Rätsel hätte durch rückspannen können. So. Läuft der vielleicht verkehrt? Nein. Alter, ihr wollt mich doch echt verkackeiern. Was ist denn überhaupt los hier? Was mache ich denn falsch, bitte? Nee, das hat nichts gebracht hier. Nee. Alter. Jetzt geh mir nicht auf den Senkel hier. Ernsthaft. Ich hau gleich hier alles zu Schrott. Geh nochmal da hoch. Da gibt's da ja Hinweise. Boah, das fuckt ab. Ich wollte hier weiterkommen in der Story und du gibst mir so einen Dreck auf den Weg. Nee, Horizon Zero Dawn Entwickler. Dafür gibt's ein Dislike. Ernsthaft, was soll dieses Drecksrätsel? Nee, das fuckt gerade ab. Nee. Das kann ich hier nicht brauchen. Nee, hier ist nichts, was uns sonst noch Informations gibt. Hier gibt's nichts. Bringt das was, wenn ich. Bringt das was, wenn ich hier rübergehe? Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Kann ich nicht gebrauchen, sorry.
Vorträte bringt mir nicht wirklich sonderlich viel, ne? Dieses Rätsel und struggelt mich gerade so extrem. Spring mal, Aloy. Was könnten wir denn falsch gemacht haben? Alles läuft verkehrt herum. Oh Mann. Fehler, umgekehrte Einstellungen. Fehler, umgekehrte Einstellungen. Wir haben das aber alles schon komplett umgekehrt verwendet. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's für die heutige Folge. Das wird auf jeden Fall keine Hashtag-LW-Folge, das wird eine Hashtag-LW-Folge. Ach, ich hasse diese Drecksrätsel. Nee, ernsthaft jetzt, nee. Da dürft ihr ruhig einen Dislike heute auf die Folge geben. Und zwar auf die Horizon Zero Dawn entwickeln. Fettes Dislike. Leute, schreibt Kommis und Bewertungen und so weiter. Nee, wisst ihr, wie es läuft. Ich versuche mal zwischen den Aufnahmen hier dieses Drecksrätsel zu lösen. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Morgen 15 Uhr Horizon Zero Dawn. Tschüss, Leute.